Hallo ihr Lieben, ich habe wieder Post bekommen, beziehungsweise liegt hier wieder einiges, was ich endlich mal abdrehen möchte. Hier habe ich Post von FG Normal und ich zeige euch, was ich bestellt habe. Und zwar ein Stift und ein Bild. Das Bild, ich habe reingeguckt schon, ist total süß. Und dann haben wir noch diesen Stift. So. Gucken wir uns mal den Stift zuerst an. Den habe ich schon in Rose Gold. Den hatte ich euch auch schon gezeigt. Wo haben wir den denn? Ich habe hier nämlich alles auf die Seite geräumt. Wenn ich painte, muss ich immer dann alles auf die Seite packen, wenn ich dann Videos mache. Schaut mal. Ich finde diese Stifte richtig, richtig geil. Und deswegen möchte ich auch noch andere Farben davon haben. Richtig, richtig schön. Wie gesagt, richtig Metall. Und ja. Und heute zeige ich euch mal das silberne Exemplar. Gehen wir mal ein bisschen runter. Das ist immer so ein Komplettset mit Aufsätzen dabei und Wachs, seht ihr ja. In einer richtig tollen Verpackung, finde ich. Also wirklich auch vielleicht eine schöne Geschenkidee für Leute, die Diamond Painting machen. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben ja auf jeden Fall immer diese Ringe noch dabei, das finde ich richtig cool. Das sind diese Ringe, die an den Aufsätzen hier dran sind. Also das habe ich auch noch nicht gehabt, dass da wirklich auch dann noch Ringe bei sind. Richtig toll. Und dann haben wir hier die Aufsätze. Das sind meistens 3er, 9er, Schieber, 1er. Genau, das sollte so sein. Wir haben hier, wie gesagt, seht ihr ja, ne? Den Schieber. Wir haben hier ein 6er. Ne, das müsste der 9er sein, genau. Ich verwechsel das immer, aber sieht man ja, ist der 9er, da ist ein 6er und ein 3er. Das ist immer so Standard, 3er, 6er, 9er und halt ein gebogener 1er und ein normaler 1er. Und wie gesagt, hier der Schieber. Dann haben wir hier, seht ihr ja, Wachsplättchen dabei, richtig cool. Und hier haben wir das schöne Exemplar. Oh mein Gott, ich finde die so toll. Die sehen so, so edel aus, ne? Und wenn wir dann hier... Da passt natürlich jetzt auch Silber super schön. Oh Gott, das ist so schön. Da passt natürlich jetzt auch Silber super schön drauf. Das sieht doch wirklich geil aus, ne? Also finde ich richtig edel. Ja, ich mag die total. Da ziehen auch noch andere Farben bei mir ein, weil ich, wie gesagt, eher mit diesen Stiften gut zurechtkomme, die ein bisschen schmaler sind. Mit den ganz dicken, schweren kann ich nicht so gut. Genau, deswegen ist der hier perfekt und der sieht optisch auch einfach mal richtig, richtig, richtig hübsch aus. So, und dann schauen wir uns mal das Bild an. Na, so, hier habe ich mir ein Bild bestellt in 40×40. Und da war tatsächlich auch die Pixelung nicht zu sehen. Ich bestelle ja schon immer lieber gern, ja, wo man halt auch ein Bild bei hat oder sieht, wie die Pixelung aussieht. Da habe ich jetzt, bin ich mal Risiko eingegangen, weil es ist manchmal eben so, dass man eben kein Bild dabei hat. Und ich fand das Motiv so schön und was soll ich sagen? Das Risiko hat sich gelohnt, denn es ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch, finde ich. Guckt mal, wirklich richtig, richtig schön. Und ich finde die Farben auch toll, ne? Wir haben hier ein Bild mit 20 Farben. Ist jetzt, wie gesagt, nur 40×40. Richtig, richtig cute. Ist das halt diese süße... da kann gar nicht reden. Das ist hier dieses süße Mädel. Leider, ich sage jetzt mal leider, runde Steinchen. Das ist schade, dass in den Shops ganz viel halt eben nur mit runden Steinchen ist. Klar gibt es auch viele, viele Bilder mit eckigen Steinchen, aber die Bilder, die mir dann so gefallen sind, oft, gerade hier so diese Porträts und so, sind dann leider oft mit runden Steinchen. Ich painte, wie gesagt, auch gerne mit runden Steinchen. Das Ding ist halt nur, dass das Endergebnis einfach schöner aussieht mit eckigen Steinchen, wie ich finde. Wir haben hier Zippertütchen. Das ist schon mal cool, das mag ich gern. Und wir haben, ihr seht, wunderschöne Farben und ja, runde Steinchen. Aber
Sehr hübsches Motiv, oder? Das ist hier dieses Mädel. Schmetterling im Hintergrund. Also wir haben hier recht viele Schmetterlinge im Hintergrund. Die hat so bunte Haare. Wunderschönes Bild, wie ich finde. Wirklich schön. Und ja, ich freue mich auch total, weil ich habe jetzt noch zwei kleinere Felder von meinem Bild, von meinem aktuellen Bild, was ich gerade painte. Und das heißt, das mache ich heute fertig. Ich freue mich riesig. Update bekommt ihr dann natürlich. Und dann kann ich mir wieder eins aussuchen, was ich painte. Ich bin sehr gespannt, was ich mir so aussuche, was ich als nächstes painte. Ich habe auf jeden Fall gedacht, eher mal ein kleineres Projekt. Ja, gucken wir. Updates könnt ihr auch immer auf TikTok sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Wildrose 1975 bin ich auch auf TikTok. Da bin ich auch regelmäßig live. Schaut mal rein, wenn ihr lustig seid. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen zauberhaften Tag. Wie gesagt, Bild und dieser wunderschöne Stift. Epsilon Normal. Verlinke euch. Boah, mein Gott, das klappt heute aber so gar nicht mit dem Reden. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Ah, ja, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das doch alles schon. Also bis dann, ihr Süßen. Ciao.